Diggi. Gott sei Dank nur geträumt. Donnerstagmittag ist es wieder so weit, da beginnen für mich die 16 Stunden von Reit. Ich stehe am Morgen auf mit einem blöden Gefühl, das Wetter ist beschissen, es ist unheimlich schwül. Es drückt aufs Gemüt und belastet das Herz, ich spüre ja schon selbst einen leichten thorakalen Schmerz. Das mag heute kommen, ich befürchte es schon, zwei Infarkte, eine Intox und eine Reanimation. Übergabe beginnt so pünktlich wie nie, im ersten Zimmer eine Koagulopathie. Verbrauch bei Sepsis, das ist doch klar, beim Beatmungspatienten steht der Astrup wunderbar. Im dritten Zimmer geht der Pieper schon, vier Spritzen, Station 10 und Transfusion. Wo ist denn der Kollege? Ach, der ist schon nach Haus, hatte Dienst, war kaputt und ruht sich erstmal aus. Mache ich später, gehe nach Zimmer 4, Unruhe auf dem Gang, da ist die Feuerwehr. Vom klinischen Aspekt eine Hyperventilation, die Plastiktüte her und dann geht das schon. Die Frau will schon gehen, sie hat noch was vor, doch ich mache lieber mal das Notfalllabor. Die CK200, schnell noch ein EKG, Infarkt V1-4, multiple Extrasystolien. Rettungskreuzer Eli nachts mit halber Kraft bemannt. Man schläft schon prophylaktisch mit dem Tubus in der Hand und hängen auf die Leute schon zu den Luken raus. Kommt ein Mensch in Seenot, so nehmen wir ihn auf. Zurück zur Visite, die ist schon fast ganz durch. Na gut, dann sehe ich hinterher die Krankenakten durch. Sonst weiß man nicht Bescheid, wenn irgendwas passiert. Da kommt doch schon der erste Ambulant heranmarschiert. Und sie ihn im Rücken und dann Rücken im Bauch. So weißliche Tabletten, die nimmt er manchmal auch. Ich untersuche ihn kurz, denke an die Spritzen an der Zehen, verzichte auf den Thorax und lass ihn wieder gehen. Den Weg nach oben gehe ich sinnend über den Flur. Hab ich nicht was vergessen? Was war das nur? Auf Station 10 geht alles glatt, bis auf den Zugang bei der Spitz. Vier Versuche brauche ich, bis die Braunhülle richtig sitzt. Inzwischen gibt es unten wieder mächtig was zu tun. Zwei neue auf dem Gang und eine Intoxikation. Ein Astrup steht schief und der Blutzucker auch. Ich greife erstmal locker nach dem Magenschlauch. Die Spülung geht ganz schnell, es ist 7:45, der Infarkt hat sich Stickum aus dem Staube gemacht. Ich korrigiere schnell den Astrup, nehme den Apoplex auf, da geht davon schon wieder die Eingangstüre auf. Ein Konzil wird gewünscht, wird morgen operiert. Ist es ratsam, dass man vorher digitalisiert? Warum denn jetzt so einen neuen Patient, war gestern schon im Haus, doch ich gebe mich freundlich und für den Schein eben aus. Rettungskreuzer Eli nachts mit halber Kraft bemannt. Man schläft schon prophylaktisch mit dem Tubus in der Hand und hängen auf die Leute schon zu den Luken raus. Kommt einer in Seenot, wir nehmen jeden auf. Die andere Neuaufnahme ist gestaut bis unter den Arm, da schlägt auch schon der Pfleger auf dem Gang Alarm. Ein Ulkus-Patient in Zimmer 60 spuckt Blut, in dem Infarkt im Zimmer vorn geht es ebenfalls nicht gut. Das mache ich nun zuerst, die Entscheidung fällt nicht schwer, denn soeben kommt mit Blaulicht die Feuerwehr. Mann mit Infarkt, ohne Eigenatmung schon, wir beginnen sofort mit der Reanimation. Radikardie, den Schrittmacher rein. Das Kabel geht nicht durch, die Kanüle ist zu klein. Es regt mich etwas auf, dass so etwas passiert. Wegen Kammerflatterns wird jedoch dann flott defibrilliert. Der Herzinsuffizienter auf dem Gang wird aufgeregt, der kalte Schweiß bricht ihm aus, ein ZVK wird gelegt. Lasix ist in Ordnung, doch das Nitro haut nicht hin. Jetzt braucht er wegen Druckabfalls Dopamin.
Rettungskreuzer Elin nachts mit halber Kraft bemannt. Man schläft schon prophylaktisch mit dem Tubus in der Hand und hängen auch die Leute schon zu den Luken raus. Kommt ein Mensch in Seenot, so nehmen wir ihn auf. Stunden satter Vollbeschäftigung beschleicht mich ein Gefühl der Überforderung. Ich müsste mich jetzt setzen, die Befunde notieren. Es ist jedoch erforderlich, noch weiter zu rotieren. Habe ich was vergessen? Komme ich noch zurecht? Ging es da nicht gerade dem Herrn auf Zimmer 60 schlecht? Ich denke an Verantwortung, Humanität, doch ganz entfernt nur, denn es ist schon so spät. Dran. Das ist der Ambulante, der um 11 Uhr kam. Am Ende des Ganges pinkelt unerkannt ein Alki auf Entzug in den Tablettenschrank. Institutionen sind ungewollt und rein zufälliger Natur. Wie wir hörten, soll sich im Übrigen die Situation nach der Einführung zweier Diensthabender deutlich entschärft haben.